Womanizer Klaus. So beliebt bei jungen Frauen. Ingrids Klaus. Ein echter Schwerenöter. Bei TV Total liefert sich das Kultpaar regelmäßig unterhaltsame Ehekräche vom Allerfeinsten. Kein Wunder, dass die Fangemeinde immer größer wird. Doch eine Sache wurmt Ingrid dabei gehörig. Der ist bei den jungen Frauen beliebt. Ich verstehe das gar nicht. Die jungen Frauen, dass die sich dem so an den Hals hängen. Was hat er denn eigentlich an sich? Gar nichts. Schönheit. Oder hat er was? Schönheit. Hat er was? Ach, Schönheit. Ein bisschen Glatze und so weiter und so. Aber wirklich, ich staune manchmal. Wenn wir uns mal treffen auf der Kö oder irgendwo. Ja, wo ist der Klaus? Ich sage, der schwirrt hier irgendwo rum. Also er ist immer begehrt bei den jungen Frauen. Ein echter Womanizer also. Und das mit deutlichen 60 plus. Das kann sogar Klaus manchmal selbst nicht fassen. Die eine stürzt sich auf mich, küsst mich rechts und links. Sagt sie, Klaus, ich möchte dich sofort heiraten. Sagt sie, kannst du mal, ich bin doch verheiratet. Das ist egal, sagt sie, ich möchte dich sofort heiraten. Ja. Bei solch einem Zuspruch fühlt man sich doch sicher geschmeichelt, oder? Es ist eine peinliche Angelegenheit, wenn das junge Mädchen kommt, so 18, 20-Jährige, und die himmeln einen an. Denke ich, meine Güte, ich kann ja Vater sein und so weiter. Eventuell Großvater könntest du da schon sein. Großvater und so, nicht? Und das ist alles so ehrlich gemeint. Ach, die Klaus, ja, dass ich sie mal sehe. Darf ich sie mal küssen? Da wird die abweisende Ingrid dann doch eifersüchtig und hat so ihre ganz eigene Taktik, jeden noch so kleinen Flirt im Keim zu ersticken. Aber manche haben mich auch schon gefragt, wie der eigentlich so zu Hause ist. Da sage ich, ein Muffel. Dann sind sie schon distanzierter. Ein Muffel. Und damit aus dem Muffel kein Schwerenöter wird, bleibt das Küssen einzig seiner Ingrid vorbehalten.